Ha! Sag ich jetzt mal. Sei froh, dass der Hänger kein Gelenk hat. Ah. Aber es hat trotzdem nicht gereicht, ne? Doch, es hat gereicht. Ich bin aber zu schnell gefahren. Sonst hätte ich. So. So mal einen Anhänger. Den könnten wir als Wassertunnel nutzen. In den Geräteschuppe fahren, ich weiß nicht. Wo soll er sonst hin? Ja, hier stehen bleiben irgendwie, so am Rande hier. Ja, genau, stellen wir an den Straßenrand. Nee, so hier. Da können sie uns armen Bettlern ein bisschen Geld reinschmeißen. Ja, genauso sieht der Hof hier vielleicht ein bisschen gar so sehr clean aus, ne? Ach, nicht E, sondern Q, so. Weißt du, ansonsten müssten wir ja längs an die Wand stellen. Das wäre die eine Möglichkeit. Weil der Hänger wird ja wahrscheinlich überragen. Also Ja, der. schätzungsweise schon. Hurala. Habe ich Klinker? Aber hörst du das? Ach ja, wie war das? Null. Cool. Aber was waren Pfeifen noch mal? Wow, es gibt sogar Tempomatstufe 4. Also ist noch bestimmt Top Speed. Ja, da machst du so ein Wheelie. Das hat nichts mit dem Krupper zu tun, sondern du warst zu schnell. Deswegen bist du nach oben gegangen. Na, Quatsch, die 4 ist, wenn du beim Mähdrescher nebenher fährst, dann passt ja die Geschwindigkeit, glaube ich, an. Ah, werden wir beim nächsten Mal sehen. Kann ich mich bücken? Nee. Nee. TKC, gibt's das als echte Nummerschild? Sagt mir nämlich nichts. Was habe ich denn? Ich habe kein Nummerschild, oh je. Schwarzfahrer. Oder vielleicht doch vorne? Nee, auch nicht. Ja, mein Nummerschild hängt am Gewicht dran. Wo ist das Gewicht? Das hängt da drüben. Ja, wenn wir auf dem eigenen Hof mit dem Trecker rumfahren, dann brauchen wir ja kein Nummernschild. Ja, aber wir sind ja auf dem öffentlichen Verkehr, aber wir haben ja konsequent alle Fahrzeuge abgestellt. So, das ist gewischt. Hier haben wir noch die Spritze. Die konnte man nicht einklappen? Nee. Nee, die ist zu klein zum Einklappen. Das ist wie bei diversen anderen Dingen, die zu klein sind, um zu hängen. Sprichst du aus Erfahrung? Was? Nee. Was? Halte ich für ein Gerücht. So, na Immerhin gut. kannst du ja auch top fahren. Ja, das auf jeden Fall. So, haben wir alles aufgeräumt. Dann würde ich sagen, sagen wir unseren Bienen noch gute Nacht. Ja, und ich guck noch mal fix beim Raps vorbei. Ah ja, da gehe ich auch noch hin. Kann man eigentlich auf das Benzinfass hoch? Hey, oh yeah. Wo bist denn du? Drüber Beim gesprungen? Raps. Ah, ich habe gedacht, du bist irgendwo auf dem Benzinfach. Ja, ich bin übers Benzinfass und über die Hecke gehüpft. Aber So. der ist schon gelb, der blüht schon. Und der Wo? wackelt. Und woran kann man sehen, dass er reif ist? Wenn er braun ist. Braun. Und da kann man gutes Öl draus machen. Ich mag Rapsöl. Als Kinder haben wir immer im Rapsfeld gespielt, weißt? Und dann sind wir größer geworden, hat das Rapsfeld nicht mehr gereicht, dann muss man ins Maisfeld. Also wo man dich nicht sieht oder so. Richtig. Ja, und wie läuft das mit den Bienen? Woher wissen wir jetzt, ob die uns jetzt Geld bringen? Gute Frage. Ich denke, morgen haben wir mehr Geld. Geht hier Geld weg? Also verbrauchen wir was täglich? Ja, Nee. für die Geräte, die werden auch einmal abgezogen, ne? Oder? Also jetzt pauschal geht kein Geld mehr weg. Ganz kurz. Ah, das ist egal, was ich kaufe. Ja, weil beim Skiregion-Simulator steht ja Tagespreis oder Unterhaltskosten Nee, 120. Unterhaltskosten oder sowas gibt's ja nicht. Cool. Dann können wir uns ja einen Ballenanhänger kaufen.
Der frisst ja kein Geld. Wieso willst du dir einen Ballenhänger kaufen? Ja, das war ja eine gute Idee von dir, dass du diese Ballen per Hand hochtragen willst, also mit dem Frontlader. Wir können das natürlich freilich probieren, also Aber ich finde es so cool, wie die rausfliegen. Das ist echt geil gemacht. das ist schon, also Ich habe gedacht, das wäre jetzt so einfach nur so ein Bitmap und das wäre es, aber das macht mir richtig Spaß hier. vor allem ist es auch darauf geachtet, dass die wirklich unten aus dem Schlitz rauskommen, ne? Und nicht Ja. einfach so aus dem Viereck bumm raus. Da kann es sagen, was du willst, Simulatoren scheiße, aber das Einzige, was an den Simulatoren vielleicht scheiße ist, sind die Physics. Ja, aber ich habe da so eine andere Theorie. Also ich vergleiche diese ganzen Spiele wie Sportspielen oder so irgendwas. Also es gibt ja Leute, die machen gerne Bungee-Springen oder irgendwelche Extremsportarten. Aber es gibt auch Leute, die angeln in der Form. Und alles beide hat seine Daseinsberechtigung. Und es gibt auch Leute, die machen Extremsportarten und angeln trotzdem gern oder so irgendwie. Und so ist es auch bei den Spielen. Du kannst ein Simulatorspiel nicht mit irgendeinem Shooter oder ein anderes Spiel vergleichen. Richtig. Das Ding ist ja, wozu braucht man eigentlich hier großartig Physics oder sowas? Es ist ja Genau. nicht geplant, dass da jetzt hier irgendwie, ja, Trecker auf Trecker fährt oder sowas. Genau. Das ist ja nicht im Zweck der Sache. Und vor allen Dingen, man muss sehen, diese Spiele sind relativ günstig in der Form. Das außerdem. Weil du kaufst jetzt hier nicht irgendwie für 50, 60, 80 € ein Spiel und musst dann wahrscheinlich noch für jeden DLC nochmal 10, 20 € bezahlen, sondern mit 20 € hast du, oh, ist das schön, oben, Vollmond, für 20 € hast du dann ein fertiges Spiel und kannst ja auch nicht so viel erwarten, Ja, und dass es da... lässt sich aber noch kostenlos mehr oder minder erweitern, Ge sprich ge Mods. genau, das ist ja auch noch eine Sache, dass eine ganze Community ihren Spaß dabei hat, ziemlich saugute Mods zu machen. Also sehr ja, es wird Zeit, dass wir aufhören. Wirklichkeitstreu, ja. Wir haben schon fast 4 Uhr Ah, nachts. das macht wahrscheinlich mit dem Großteil aus eigentlich. Ja. Dass du das so einfach halt jetzt auf deine eigenen Bedürfnisse anpassen kannst, so. Ja, und vor allen Dingen, wenn du mal die Kommentare zu manchen Mods liest, da sind die Leute echt sauer, wenn da irgendwas nicht so richtig stimmt. Oder du hast eine blaue Armaturenfarbe statt Bernstein genommen oder Ja. dieser Blinker passt nicht zu dem Original oder so irgendwas. Ich denke, das ist eine ganz andere Voraussetzung von Spielen. Und natürlich kannst du, wenn du ein Shooter-Spiel machst oder so, das nicht vergleichen mit den Simulatoren. Und es ist auch kein Wirtschaftssimulationsspiel wie Siedler oder so irgendwas, wo du auch ganz anders rangehst. Ich habe ehrlich gesagt auch meine Schwierigkeiten gehabt mit dem Spiel zuerst, weil ich richtig hektisch war. Ich wollte was erreichen und ziemlich schnell ein Ziel erreichen, aber das ist gar nicht Sinn des Spiels. Es ist einfach, ist mehr zum Chillen oder so, dass du langsam was aufbaust. Ja. Und das Problem, dass wir jetzt warten müssen, bis was gewachsen ist, ist ja auch nicht, weil wie gesagt, der Server läuft ja weiter und Ja. ja. Ich habe eine Idee, das muss ich noch ausprobieren. Komme ich auf den Mülleimer drauf? Bin ich drauf? Ja. Aber das Dach ist immer noch zu hoch und es ist eine Kante drauf. Ja, Verdammt. kann man auch Blödsinn machen, okay. Ach so, du willst hüpfen dann auf die Veranda. Nee, geht auch nicht. Aber auf Auto. Oh, verdammt. Ich finde schade, dass man das Auto nicht nehmen kann. Das ist doch so ein BMW, nee, Suzuki oder so, das ist so das Skoda. Ich kenne mich mit Autos nicht aus. Ich kann ja nicht fahren damit. Nee, ich komme nicht hoch. Können wir das Ski... Verdammt. Ja, der springt halt nicht. Der Raps ist reif. Aber du bringst mich trotzdem nicht dazu. Das ist... Oder es sieht ja schon ein bisschen... Vielleicht soll ich doch die Zeit noch ein bisschen, also auf langsamer drehen. Was hast du denn da?
400. Was hast du denn für Zeitstufe genommen? Fünffach, glaube ich. Fünffach. Jawohl, fünffach, da wären jetzt nicht schon so viele Stunden rumgegangen, glaube ich. Jawohl. Geh mal weiter. Jetzt ist aufs Bienenhaus. Ja, und vom Bienenhaus weiter. Hurala, hurala, ich rutsch runter. Na. Verdammt! Das finde ich auch saugeil bei Minecraft, dass Leute da Parcours und so weiter gebaut haben. Die Adventure Maps. Ja. Ja, so ging es mir auch gerade. Naja, da hätte ich es, glaube ich, näher ranstellen müssen. Ja, außerdem ist das jetzt nicht gut, mitten in der Nacht bei den Bienen aufs Dach rumzuhüpfen. Ja, ich steig dir aufs Dach. Die können uns das bestimmt übel nehmen. Jetzt bin ich auf der anderen Seite. Ich kann über die Hecke springen. Ja, kann man. Mit zwei Sätzen geht das. So schräg angesetzt und dann hopp. Cool. Au! Ach so, das haben wir ja noch gekonnt. Jetzt machen wir weiter. Ob du... Ja, nee, das geht nicht. Der irgendwie sagt er direkt davor ab. Huchala. Uch. Na gut, jetzt haben wir eine Lebensaufgabe. Wir wollen irgendwann aufs Dach kommen. Huch, ach, der springt immer nicht. Vielleicht schaffen. Ich muss einfach mal stur auf den Boden gucken, wenn ich da drüber renne, dass ich genau weiß, wann ich abspringen muss. Alle. Oh. Ich wollte eigentlich Schluss machen, aber das lasse ich mir doch nicht auf mir sitzen hier. Ey, wir haben Solar auf dem Dach. Wir haben Solar auf dem Dach? Jo. Wo denn? Ach da. Das ist ja böse. Da kaufen wir ein teures DLC und schon. So. Ach, und, Solarplatten sind's. Und du hast nach unten geschaut und bist dann gehüpft, oder wie? Oh. Ja. So ging's mir auch immer zu. Weißt du, was wir machen? Wir machen ein Silo, machen wir leer. Da wird Bier reingefüllt und dann lege ich mich mal direkt drunter und lass laufen. Komm, Chaka. Ja, ich bin jetzt unter Druck. Das kann ich nicht, wenn einer zuschaut. Ich drehe mich rum, so. Kann man nach... Nee, du kannst nicht heimlich schauen. Beim Auto geht's, aber so nicht. Ah, abgestürzt. Nee, das klappt nicht. Okay, ich komme wieder runter. Du hast halt... mich jetzt interessiert, ob ich es nochmal schaffe. Runter gucken, sprinten, hüpft. Oh. Jetzt habe ich mir vor die Stirn an der Wand aufgekratzt. Sprinten haben wir ja auch noch. Nee. Auf die Blitzfeld. Nee. Da habe ich fast das Gefühl, dass ohne Sprinten besser geht. Ich glaube, ich höre auf. Tatsache. Du bist wieder drin? Ja, ohne Sprinten. Oh, das ist doch blöd. Ja, da mache ich eine 15-Minuten-Folge draus. Jawohl. Und hier kommen wir ohne alles runter. So, hier sind vier. Wo sind die anderen vier? Auf dem kleinen Vordach, da wo du drüber gerannt bist. Ah, ich sehe es gerade. Leute, ihr braucht euch kein DLC zu kaufen für Solarzellen. Die sind schon hier oben drauf. Ist doch Solarzellen beim DLC, oder? P? Ja, schon. Geräte diverses. Ja, Solaranlage. Kann frei auf der Karte platziert werden. 125.000. Ja. Okay. So, nun ja. Wollte ich auch gerade sagen. Ich würde sagen, für die erste Aufnahmesession, ich glaube, ja, doch, das ist einiges. 4 Uhr nachts. Das war einfach toll, ja, hat mir Spaß gemacht in der Richtung.
Boah, ja, dann würde ich sagen, machen wir mal Schluss und